Whisper President. Whisper President. Aber ja, folgt mir auf TikTok. Ich werde da random ASMR-Videos hochladen. Ja, einfach wo ich draußen bin, irgendwie in der Nature oder generell überall im Bahnhof, wo es dann kurz leise ist und ich alleine bin, an Fensterscheiben, an Autoreifen, an ich weiß nicht was, an allen möglichen Dingen. Und ja, falls du das sehen möchtest, dann folg mir dort bitte. Und ja, ich werde auch täglich mehrere Videos hochladen, glaube ich. Also einfach so, einfach random. So, wenn du Bock drauf hast, go check it out. Aber heute geht es um ein ganz anderes Video. Und zwar hattet ihr das Video über das 15 Monate auf einer Insel gestrandet zu sein. Hat euch echt gefallen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich doch noch eins. Und ja, heute geht es um ja, ein Gespräch mit dem Mann, der Pablo Escobar töten sollte. Fand ich, klang mega interessant. Auch wieder von weiß.de. Ich werde den Artikel auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da sind auch wieder diverse Bilder. Na, also hier allein das Bild, wie der Typ aussieht. Ist schon mega interessant. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Aber erstmal nehme ich noch einen Schluck von der Fanta Exotic. Ja, Prost. So. Und 1989 leitet der britische Ex-Elite-Soldat Peter McElsey eine Mission mit nur einem Ziel. Der berüchtigste Drogenbaron der Welt musste sterben. Wenn du die erste Staffel der Netflix-Serie Narcos gesehen hast, dann weißt du, wie Pablo Escobar gestorben ist. Der berüchtigste Drogenbaron war auf der Flucht. Die Behörden kamen ihm immer näher und erschossen ihn schließlich auf den Dächern von Medellin. Was weniger bekannt ist und in der Serie auch nicht weiter erwähnt wird, schon Jahre zuvor hatte Escobars Konkurrenz das Cali-Kartell, eine britische Söldnergruppe, angestellt, die den Drogenboss umbringen sollte. 1989 wurde der britische Ex-Elite-Soldat Peter McElsey damit beauftragt, die Mission zu leiten. Er und sein zwölfköpfiges Team bereiteten sich zuerst 11 Wochen lang im kolumbianischen Dschungel auf ihr Ziel vor. Escobars berüchtigtes Anwesen, die Hacienda Napoles. Obwohl der damalige Premierminister John Major in einem TV-Interview den Aufenthaltsort der Söldner leakte, wurde das Attentat wie geplant durchgeführt. Wegen eines Helikopter-Crashs ging es aber nicht so aus wie erhofft. Also damals schon, 1989, also ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Gab schon die ganzen Leaks und TV-Interviews und so. Ich meine, das war alles schwarz-weiß, ne? Aber, oder? Ach, ich weiß es nicht. Aber ich finde, es fühlt sich immer noch so neu an, alles.
mein erstes Handy mit 12, 13, 14 oder so. Und das war dann kein Smartphone, sondern so ein Sony Ericsson Tastenhandy mit einer Kamera von 1 Megapixel. Also der Fortschritt geht schon sehr schnell. Aber lass uns weiterlesen. Ach okay, jetzt kommt auf jeden Fall, jetzt kommt das Interview mit Bekelsi. So, Weiß fragt: Hast du gezögert, als man dich darum bat, Pablo Escobar zu töten? Peter Bekelsi antwortet: Keine Sekunde. Die Herausforderung reizte mich sehr. Ich freute mich sogar, als herausfand, um wen es ging. Finde ich ein bisschen komisch. Also, da ist ein Drogenbaron mit so einem riesen Kartell hinter sich. Und du freust dich auf den Auftrag, diesen Menschen zu töten. Das ist wie, wenn man bei einer... Also, da hatte Lust, sich ein... Zielscheibe auf den Rücken zu binden und dann durch ein Kriegsgebiet zu laufen. Aber okay. Das Ziel ist ja, dass jede Mission eine größere Herausforderung ist als die davor. Und Pablos Ruf eilte ihm voraus. Wir waren es gewohnt, uns nicht allzu lange auf eine Mission vorbereiten zu können. Also nahmen wir die Herausforderung an. Viele der Jungs kannte ich noch aus meiner Zeit beim Militär. Wir wussten also, wie wir zusammenarbeiten müssen. Wir wussten aber auch, wenn Pablo uns erwischt, sind wir richtig am Arsch. Also schon krass. Weiß fragt: Hättest du damals jeden Auftragsmord angenommen, wenn das Geld stimmte? Oder warst du hier speziell auf Pablo Escobar aus? Wie heißt er nochmal? Peter McKenzie? Nein, nicht McKenzie. Peter McKelsey. Ich nenne ihn einfach Peter. Also Peter antwortet: Natürlich müssen wir für unsere Arbeit auch richtig entlohnt werden. Aber Geld ist nicht die einzige Motivation. Es geht auch um die Herausforderung und das Abenteuer. Mal ehrlich, wie viele Leute können von sich behaupten, den Auftrag bekommen zu haben, Pablo Escobar zu töten? Also Peter hört sich auf jeden Fall an wie ein richtiger Adrenalin-Junkie. Weiß fragt: Was war dein erster Eindruck vom Cali-Kartell? Waren das vertrauenswürdige Leute? Peter antwortet: In Kolumbien herrschte damals totales Chaos. Deswegen fiel mir direkt auf, wie professionell sie auftraten. Ich wusste aber auch, dass ihre Strategie war, den Konflikt zwischen den Drogengangs weiter zu schüren. Auch wenn sie das nie offen zugaben. Ich vertraute ihnen, soweit es die Situation zuließ. Aber wenn wir frustriert waren oder etwas brauchten, konnten wir ihnen eine Nachricht zukommen lassen und sie halfen uns schnell weiter. Ist hier ein Bild von Pablo Escobar abgebildet. Welche Eigenschaften qualifizierten dich dazu, das Team und die Mission anzuführen? Mein Bekannter Dave Tompkins war derjenige, der den Deal mit dem Cali-Kartell einwählte. Er bat mich, die Führung zu übernehmen, weil er wusste, dass ich den passenden Hintergrund, die passenden Fähigkeiten und die passende Ausbildung hatte. Ihm war klar, dass ich ein gutes Team zusammenstellen würde, das zu 100% hinter mir steht. Okay, ja, also wenn man so viel Erfahrung hat im Militär, dann hat man eine gewisse Ausbildung und dann hat man auch ja ein gewisses Klientel,
beziehungsweise Jobaufträge, ne? So ist das. So ist das. Also, das hat ja gerade so ein surreales Gefühl, wenn man das liest. So, das ist ja wie so ein Drehbuch für einen Film. Aber sich da mal reinzudenken, so, ich stelle mir jetzt mein Team zusammen, mit dem ich in den Dschungel fliege und den Drogenbaron Pablo Escobar töte. Mit dem Kartell im Rücken, also im Nacken. Also, das ist ja anders. Als die Presse erfuhr, dass du dich in Kolumbien aufhältst, was ist mit dir da durch den Kopf gegangen? Hast du jemals ans Aufgeben gedacht? Nein, antwortet Peter. Dafür waren wir schon zu tief drin. Alles war ja schon im Gange. Ich hatte mich der Mission voll verschrieben. Außerdem wollte ich nicht, dass man mir einen Stempel aufdrückt. Bei solchen Aufträgen ist auch immer eine gehörige Portion Stolz im Spiel. Hört sich an wie ein Mannesmann. Also, ich finde Thema Stolz. Ich weiß nicht, wenn es darum wirklich Leben und Tod geht. Und ich finde, Stolz kann man bei Familie, bei Liebe, bei Freundschaft, bei wirklich ethischen und moralischen Dingen anwenden. Stolz spielt auch eine große Rolle. Aber in Momenten, wo es da um, ja, Mann sein oder ja, ob jemand einem einen Stempel aufdrückt oder nicht. Ich weiß nicht. Wenn man nicht selbst davon überzeugt ist, finde ich, sollte es man nicht machen. Nicht nur aufgrund dessen, dass man keinen Stempel aufgedrückt bekommen möchte. Aber ja, machen wir weiter. Wie hast du dich gefühlt, als ihr am Tag des Attentats das finale Bo Go bekommen habt? Peter antwortet: Ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin und gedacht habe, endlich ist der Tag gekommen. Dafür sind wir hier. Wir waren total motiviert, unseren Auftrag zu Ende zu bringen. Das war ein aufregender Moment, für den wir 11 Wochen lang trainiert hatten. Ich war mir auch sicher, dass wir erfolgreich sein würden. Etwas anderes kam für mich gar nicht in Frage. Hier sitzt so ein Bild von Peters Team beim Training im kolumbianischen Dschungel. Weiß fragt, was wäre deine genaue Aufgabe bei der Durchführung des Attentats gewesen? Peter antwortet, ich war Befehlshaber. Ich leitete das Training und beobachtete, wie die Jungs zusammenarbeiten. Das Attentat selbst hätte ich choreografiert. Ich saß oben im Helikopter und beobachtete meine Jungs, die durch eine gelbe Markierung auf ihren Mützen gut zu sehen waren. Ich erteilte ihnen Befehle und führte sie durch die Mission. Und wenn ich gesehen hätte, dass sie in Schwierigkeiten geraten wären, hätte ich von oben das Feuer eröffnet. Wie in einem Film. Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, fragt Weiß, mit wie vielen Toten in deinem Team hättest du gerechnet? Peter antwortet, mit keinem. So etwas ist nie eingeplant. Alle arbeiten zu zweit, damit sie sich gegenseitig absichern konnten. Unser Plan war es, zentrale Ziele zu treffen und dabei keine Frauen und Kinder in Mitleidenschaft zu ziehen. Wieso denn nur keine Frauen und Kinder? Warum denn auch nicht unschuldige Männer? Super, als Mann ist man direkt Ziel. Nice. Wir waren nur auf die Verbrecher aus. Man hat mich oft gefragt, wie ein so kleines Team eine solche Aufgabe schaffen sollte. Aber
optimistischer Kerl. Weiß fragt in der Dokumentation, sagt einer von Escobars Handlern an, dass er mit Freude für seinen Boss gestorben wäre. Hat dich eine solche Einstellung an den Erfolgschancen der Mission zweifeln lassen? Peter antwortet: Absolut nicht. So etwas ist schnell gesagt. Dann auch da zu stehen, ist etwas ganz anderes. Pablo hat viel für die Gegend getan. Er war dort wirklich beliebt. Und trotzdem brachte er weiter seine Konkurrenten um. Respekt und Angst waren eben sehr wichtig. Wenn ich nach meiner Rückkehr nach Großbritannien allerdings die Chance gehabt hätte, die Mission erneut durchzuziehen, wäre ich sofort zurück nach Kolumbien geflogen. Ja, ich glaube, da spricht wieder sein Stolz. Also, das hört sich an wie so ein richtiger Rambo-Dude. Weiß fragt, dein Helikopter ist dann auf dem Weg zu Hacienda Nápoles abgestürzt. Die Mission musste also abgebrochen werden. Was ging dir in diesem Moment durch den Kopf? Kopfüber, also Peter antwortet, kopfüber durch den Dschungel zu fliegen, war schon aufregend. Aber nachdem wir auf dem Boden aufgeschlagen waren, ging es nur noch ums Überleben. Zum Glück hatte ich früher während meiner Armeeeinsätze mehrere Überlebenstrainings absolviert. Dieses Wissen war echt Gold wert. Ich wusste, wie wichtig es war, so lange im Helikopter zu bleiben, bis sich die Rotorblätter nicht mehr bewegten. Sonst kann es sein, dass sie deinen Kopf abschneiden. Ja, das ist ja irgendwo selbsterklärend, oder? Also, ich sitze jetzt hier in meiner Wohnung in Deutschland und sage, ja, das ist doch selbsterklärend. Aber irgendwo ist es doch selbsterklärend, oder? Leider bohrte sich dann ein Rotorblatt in die Kabine und tötete den Piloten. Weil ich keine Ruhe dabei hatte, musste ich mich am Sonnenlicht orientieren, um abzuschätzen, wie lange ich im Dschungel lag. Ich musste viele Dinge bedenken, zum Beispiel, wie ich nachts mich nicht unterkühle, wie ich den Hunger aushalte und wie lange ich durchhalten muss, bis man mich rettet. Ja, da hat er recht. Das sind Dinge, die man bedenken muss. Irgendwie will ich wirklich mal in so eine Survival-Situation kommen, aber ne. Auf Holz geklopft, dass es eigentlich nicht passiert, weil was, wenn ich sterbe? Das wäre nicht so cool. So. Weiß fragt, bist du rückblickend froh darüber, dass der Helikopter abgestürzt ist? Peter antwortet, nein, ich hätte den Auftrag gerne erledigt. Der Absturz hat mich jedoch zum Nachdenken gebracht. Wenn du so mit dem Tod konfrontiert wirst, dann siehst du dein Leben und deine Beziehungen in einem anderen Licht. Ich dachte darüber nach, wie ich ein besserer Vater und Ehemann hätte sein können. Ich gab mir als Vater zwar richtig Mühe, aber war aber auch sehr aggressiv. All das schoss mir durch den Kopf, als die Möglichkeit bestand, dass ich sterbe. Weiß fragt, in der Doku heißt es, dass Escobars Männer nach dem fehlgeschlagenen Attentatsversuch losgeschickt wurden, um alle auswärtigen Menschen in der Gegend zu töten. Hast du deswegen Schuldgefühle? Nochmal, in der Doku heißt es, dass Escobars Männer nach dem fehlgeschlagenen Attentatversuch losgeschickt wurden, um alle auswärtigen Menschen in der Gegend zu töten. Wow. Hast du deswegen Schuldgefühle? Peter antwortet, Pablos Leute waren dazu auf jeden Fall in der Lage. Natürlich willst du nie, dass unschuldige Menschen sterben.
geschafft, wären vielleicht mehr als diese unschuldigen Menschen auch noch gestorben. Ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube schon, dass da ein paar Schuldgefühle mit drin sind. Vielleicht aber auch unbegründet. Naja. Das war es auf jeden Fall schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat vor allem dir gefallen. Und freue mich auf jeden Fall, hier zu sein, hier gewesen sein zu dürfen. Und falls du noch wach bist und zuhörst, ich habe ein Fragen- und Antworten-Video, was jetzt die nächste Woche rauskommt. Du kannst mir immer noch Fragen stellen auf meinem neuesten Bild auf Instagram. Da heiße ich Whisper for President. Also falls du eine Frage hast, dann geh auf Insta und frag die Frage. Ansonsten.